Privatsphäre? Davon kann hier keine Rede sein. Zurzeit sind in der Turnhalle der Albert-Einstein-Oberschule in Osterholz 111 Geflüchtete untergebracht. Feldbetten, keine Zwischenwände, das Foto wurde uns zugespielt. Drinnen dürfen wir nicht drehen, um die Geflüchteten zu schützen. Viele von ihnen leben seit Anfang April unter diesen Umständen. Ungewiss, wie lange noch. Ich habe da keine genaue Zeitperspektive, wobei unser allererstes Ziel ist, die Menschen möglichst schnell wieder aus den Turnhallen rauszubekommen und in anderen Unterkünften unterzubringen. Neben fehlenden Zwischenwänden gibt es hier auch keine Waschmaschinen. Die Geflüchteten müssen in Bottichen von Hand waschen. Der Unterkunftsleiter vom Deutschen Roten Kreuz verdeutlicht nochmal den provisorischen Charakter des Ganzen. Von außen betrachtet sieht das sicherlich ein bisschen eigenartig aus, weil wir leben so nicht, wir möchten so auch nicht leben. Die Geflüchteten sollen auch gar nicht so leben, das soll auch keine Dauereinrichtung sein, sondern die sollen erstmal untergebracht werden im Warmen, nicht auf dem Fußboden schlafen müssen und mit Lebensmitteln versorgt werden und mit sanitären Anlagen. Und dieser Mindeststandard, den man bei den Notunterkünften erwartet, wird hier auch gestellt. In der Halle sind neben ukrainischen Geflüchteten unter anderem auch Syrer und Afghanen untergebracht. Fremde Männer, Frauen und Kinder ganz ohne Privatsphäre auf engstem Raum über Wochen zusammen. Das berge hohes Konfliktpotenzial findet Ortsamtsleiter Ulrich Schlüter. Er fühlt sich von der Behörde im Stich gelassen. Ich hätte eigentlich gedacht, dass uns Soziales oder Sport auch rechtzeitig beteiligt. Eine Beteiligung des Beirates hat nur sporadisch stattgefunden. Wir wurden nur in Kenntnis gesetzt. Außerdem findet der Ortsamtsleiter ungerecht, dass von landesweit 4 Notunterkünften in Turnhallen 2 im armen Stadtteil Osterholz sind. Wir haben auch vergleichbar große Stadtteile, bürgerliche Stadtteile, wie zum Beispiel Schwachhausen, da wird gar keine Halle belegt. Das ist für mich unverständlich, weil ich selber Sportler bin und ich weiß, dass es dort auch große Hallen gibt, eines großen Vereins aus Schwachhausen. Und deshalb verstehe ich nicht, dass man diese Dinge nicht gleichmäßig in der Stadt verteilt. Wir haben leider die unglückliche Situation, dass wir auch Teile von Bremen, ich sage Bremer Westen und Bremen Nord haben, wo viele Hallen sanierungsbedingt geschlossen sind oder gar nicht so viel Hallen in der Größe vorhanden sind, so dass das Glück des Bremer Ostens, relativ viele große Hallen zu haben, jetzt auch dazu führt, dass wir da viele belegen müssen. Wie lange diese Zustände noch andauern, ist heute unklar. Das Ressort hofft allerdings, die Geflüchteten bis Pfingsten anderweitig unterbringen zu können, mit mehr Privatsphäre.